Hallihallo, und zu Weihnachten gibt es bei uns immer Heringssalat. Roter Heringssalat nach einem Rezept meiner kleinen Oma. Wieso kleine Oma? Ich habe zwei Omas gehabt. Okay. Die meisten haben zwei Omas. Und die eine war so und die andere war so. Ah ja, gut, alles klar. Und die Kleine, die konnte super kochen, die kam, ist in Wien geboren, als geborene Krattochwil. Ja. Und ihre Mutter war Schließerin bei Maria Theresia. Das hieß, sie hatte die ganze Wäsche unter sich. Bitte. So, und was brauchst du jetzt für dein Rezept? Dazu brauchen wir natürlich Matthias-Filets, Fleischwurst, hart gekochte Eier, Walnüsse, das bringt den Weihnachtstouch. Und wie kommt denn der Wal in so kleine Tüten rein? Ja, komisch, ne? Seine Nüsse dann auch noch. Das war ein Mini-Wal. Und dann haben wir hier Gewürzgurken, Miracle Whip und rote Beete und ein Apfel für die Frucht, für die Fruchtnote. Für den Wilhelm Tell-Anteil an deinem Heringsalat. Ja, genau. Hier, denn, ne, kannst du ja mal. Genau. Siehst du den Hut dort auf der Stange, hä? Oder? Oder? So, und jetzt wird das alles klein geschnippelt und dann in die Schale rein und fertig. Ab dafür. Wir haben Zisi und ich in stundenlanger Arbeit alles klein geschnibbelt. Gurken, Walnüsse, Eier, Fleischwurst, rote Beete, Äpfel und den Hering. Und zum Hering müssen wir mal als Norddeutsche mal ein bisschen aufklären. Da gibt es nämlich Unterschiede. Da gibt es auch einen Rollmops zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. Und warum ein Rollmops ist, das singen wir euch jetzt mal vor. Ich sag R, ich sag L-O, R-O-L, R-O-L-L, Roll, R-O-L-L. Ich sag M, ich sag M-O, M-O-P, M-O-P-S, Mops. Rollmops. Gut. Das ist hochkompliziert. Okay, wieso? Kippt mir alles rein. Oh, ja, das ist schwierig, ja. Reihenfolge ist völlig dumm. Banane, Äpfel, Gurken. Du kannst auch was schütten, einfach schütten. Dann komme ich jetzt mit den Walnüssen. Zack. Deine Spezialität. Genau. Das nehme ich mal raus. Ja. Die Eier. Rote Beete. Mit Übergriffen. Ja, mit Übergriffen, genau. Und Fleischwurst. Da. Jetzt habe ich wieder geschludert. Ja, das brauchen wir für die Farbe. Und wenn das nicht reicht für die Farbe, nehmen wir noch ein bisschen von dem Saft, ne? Ja. Und jetzt die Außenbordskameraden hier. Ja, zack. Genau. Einmal durch. Guck mal, das sieht auch von der Farbe, ist doch das geil. Das sieht echt richtig super aus, ja. Stimmt. So, und damit das auch schön rutschig ist. Ja. Haben wir hier Miracle Whip. Warum das sein muss, weiß ich nicht. Aber meine Oma meinte, das muss sein. Okay. Ich fange mal mit einem halben Glas an. Ist das jetzt eine schwere Mayonnaise oder eine leichte? Nee, da unten eine leichte. Okay. Dip. Ne? Ja, okay. Dip. Okay. Ich glaube, da kann noch ein Schlag rein. Machst du da nochmal so zwei Löffel? Achtung. Eins. Zwei. Dann können wir das ganze Glas nehmen. Ja, möchtest du noch mehr haben? Ich glaube, Oma meinte ein großes Glas. Und dann ich glaube auch. Pass auf, lass ihn mal den Rest da rein tun und gut ist. Ja. Gut. Gut. Zack. Ich würde ja von dem Saft noch ein bisschen was dazu tun für die Farbe. Einen kleinen Schuss, ne? Ja, da. Da. Genau.
Lebensmittelfarbe in der Natur. Natur pur sozusagen. Ja, das sieht gut aus. Guck mal, jetzt kriegt er Farbe. Ne? Mhm. Ja, und jetzt unter ständigen Rühren in den Ausguss. Ja. Und dann muss er durchziehen. Und für das Abschlussfoto mache ich mal so. Mhm. Ja, ja. Und dann. Und so wird das dann serviert. Das sieht gut aus. Einmal mit einem Stück Toast oder Baguette. Lecker. So sieht es dann aus. Ne? Und das essen wir beide jetzt. Ja, er das, ich das.